Die Restauration eines Oldtimers ist sehr, sehr umfangreich. Wir haben ja bereits schon ein Video gemacht über das Thema, in dem wir euch von Anfang bis Ende erklärt haben, wie so eine Restauration abläuft. Heute starten wir eine Videoserie, in der wir nochmal genau die einzelnen Arbeitsschritte beleuchten und euch detailliert nochmal erklären, welcher Aufwand für die einzelnen Arbeitsschritte erforderlich ist. Heute starten wir mit dem Thema Lackierung, weil wir jetzt gerade hier einen wunderschönen Ford Mustang 1968 haben, der vom Lackieren gekommen ist. Wir werden darauf eingehen, was so eine Lackierung kostet, wie lange das dauert, welcher Arbeitsumfang bei einer Lackierung erforderlich ist und wir werden beleuchten, was der Unterschied ist zwischen einer günstigen Lackierung und einer aufwendigen Lackierung. Insofern freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Krieg Klassikers. Bevor wir loslegen, möchte ich erstmal darauf eingehen, was ist denn überhaupt eine Restauration? Per Definition ist eine Restauration ein originalgetreues Instandsetzen bis ins letzte Detail. Das heißt, wenn wir von einem Oldtimer sprechen, dann wird der komplett zerlegt, bis zur letzten Schraube. Es wird alles einmal angefasst, restauriert im besten Fall. Das heißt, man nimmt die Teile, die schon da sind, und setzt sie wieder in Stand. Und wenn das nicht möglich ist, dann werden die eben ersetzt durch Neuteile. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, weil es nämlich bei den Lackierungen natürlich Unterschiede gibt. Ihr habt bestimmt auch schon mal gehört, wenn ihr euch mit sowas beschäftigt habt, dass euer Bekannter zu euch gekommen ist und gesagt hat, oh, ich habe mir für 3000 Euro mein Auto lackieren lassen, schaut bombastisch aus und am Preis kann man auch nichts aussetzen. Insofern ist es wichtig zu wissen, dass wenn man eine Restauration in Auftrag gibt, man mit 3000 Euro natürlich nicht hinkommt. Warum? Weil das ein ganz anderer Aufwand ist. Bei einer Restauration sprechen wir immer, wie gerade gelernt, dass wir detailgenau und originalgetreu das Objekt instand setzen. Das heißt, der Wagen wird komplett zerlegt und die Karosserie muss als allererstes natürlich zerlegt werden. Sprich, das komplette Fahrzeug muss zerlegt werden. Motor raus, Getriebe raus, Innenraum muss raus, Fahrwerk, dass man wirklich nur noch die Karosserie hat. Und dann wird der Wagen entlackt. Und wie sowas ausschaut, das schauen wir uns jetzt gleich in der anderen Halle an, weil wir dort nämlich einen Ford Mustang haben, der vom Entlacken gekommen ist und wo schon die Karosseriearbeiten abgeschlossen sind. Kommt mit. Hier sehen wir also die entlackte Karosserie. Habe ich euch ja schon in anderen Videos gezeigt, wie so eine Karosserie ausschaut, wenn sie vom Entlacken kommt. Diese ist jetzt schon fast fertig und kann dann zum Lackieren gegeben werden. Wir haben über das Auto auch schon mal ein Video gemacht. Und zwar habe ich euch da erklärt, auf was ihr aufpassen müsst, wenn ihr euch einen Mustang kaufen wollt. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Findet ihr hier rechts oben. Es gibt natürlich auch noch andere Varianten, den Lack runterzunehmen, Sandstrahlen oder abschleifen. Das geht natürlich auch. Aber für uns hat sich diese Möglichkeit eigentlich bewährt und die letzten Karosserien, die wir gemacht haben, haben wir alles mit dem chemischen Entlacken und anschließend KTL-Beschichten gemacht. Im Übrigen, wenn ihr euren Ford Mustang restaurieren lassen möchtet oder wenn ihr einen Ford Mustang von uns neu aufbauen lassen möchtet, dann seid ihr natürlich bei uns bestens aufgehoben. Wir machen das seit 15 Jahren. Das ist unser Hauptgeschäft, die Restauration von Ford Mustang. Haben einen riesen Erfahrungsschatz und bei uns könnt ihr euch euer Fahrzeug so zusammenstellen, wie ihr es wünscht. Nicht nur das, wir haben sogar die Option, beim Antrieb euch eine Möglichkeit anzubieten, die kein anderer anbietet, nämlich das Ganze mit einem Elektroantrieb. Haben wir auch schon viele Videos darüber gemacht. Also das heißt, ihr könnt euch euer Fahrzeug restaurieren lassen und euch aussuchen, wollt ihr einen herkömmlichen Verbrenner haben mit den entsprechenden Motoren oder einen hochmodernen Elektroantrieb, aber mit einer klassischen Karosserie. So viel dazu, zurück zu unserer Karosserie. Ich zeige euch mal kurz, was wir da jetzt gemacht haben und wie die jetzt ausschaut. Da könnt ihr schön sehen, dass wir den kompletten Vorderwagen neu gemacht haben. Das hier ist der alte. Der hatte ein paar Durchrostungen und da haben wir gleich den kompletten Vorderwagen samt Querträger erneuert. Und so schaut das dann aus, wenn es fertig ist. Das wird dann natürlich noch versiegelt und geht dann zum Lackierer. Bodendäche wurden auch neu gemacht. Dann hatten wir noch bei dem Mustang das Problem, dass da jemand so eine Art Shabby Scoops eingeschweißt hat. Die haben wir raustrennen können, Gott sei Dank, und können dann diese seitlichen Luftanlässe hier wieder in den Originalzustand zurückversetzen.
ja, das sind überall so kleine Stellen, die nachgearbeitet werden mussten. Insgesamt, ich zeige euch mal kurz noch den Unterboden. Und da kann man natürlich auch sehr, sehr schön sehen, was wir gemacht haben, nämlich die Bodenbleche sind teilweise getauscht worden, das linke und das rechte, und hinten ist nur ein Teilersatz gemacht worden. Wenn das dann fertig ist und schön verzinnt, dann sieht man davon überhaupt nichts mehr. Ist, denke ich, eine sehr, sehr schöne Arbeit geworden, hat unser Karosseriebauer, der David, sehr gut hinbekommen. Aber da seht ihr mal, wie viel Zeit und wie viele Stunden da wirklich drauf gehen, bis so eine Karosserie dann mal wirklich lackierfertig ist. Und wir haben noch kein Tropfen Lack bisher irgendwo aufgetragen. Das heißt, wir sind noch weit weg vom eigentlichen Lackieren. Aber die Hauptarbeit, und das gehört eben auch zu einer Lackierung, sind nämlich diese Karosseriearbeiten. Das Lackieren selbst geht relativ schnell, aber das hier, das verschluckt gut und gerne 100 Stunden. Je nachdem, in welchem Zustand das Fahrzeug ist, auch mehr oder weniger. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, wenn ihr zu eurem Lackierer des Vertrauens geht, wenn ihr das nicht bei uns machen lassen wollt, was das dann am Ende kostet. Also ihr seht, was man für einen Aufwand betreiben muss, um so eine Karosserie-Lackier fertig zu bekommen. Lackieren ist eben nicht nur einmal mit der Sprühdose rum und dann hat das Auto eine neue Farbe, sondern es müssen viele, viele Arbeitsschritte durchgeführt werden, bis der Wagen dann letztlich lackiert werden kann. Und das unterschätzen die meisten und verstehen es auch nicht. Und deswegen haben wir auch das Video heute gemacht, um euch eben nochmal zu verdeutlichen, was das für ein großer Aufwand ist und wie viele Stunden verbraten werden, bis mal so ein Fahrzeug lackierfertig ist. Immer natürlich vorausgesetzt, man macht das vernünftig, also sprich, man entfernt den alten Lack und macht einen komplett neuen Lackaufbau, und dann führt eben kein Weg dran vorbei, es so zu machen, wie wir es eben machen, aber mit dem entsprechenden Aufwand und den entsprechenden Kosten. Aber man hat dann eine vernünftige Arbeit und bekommt natürlich auch was für sein Geld. Gut, das war's von hier. Als nächstes geht der Wagen zum Lackierer und das besprechen wir gleich. So, jetzt habt ihr gesehen, wie die Karosserie ausschaut, bevor sie zum Lackieren geht. Das heißt also, unsere Arbeit ist hiermit getan, was die Karosserie anbelangt, und wird zum Lackierer gebracht. Aber wenn ihr denkt, dass der Wagen jetzt lackiert wird, nein, da kommen noch einige Arbeitsschritte vorher dran. Als allererstes wird der Wagen einmal komplett zusammengebaut. Das heißt, die Türen kommen dran, Motorhaube, Kofferraumdecke und die Kotflügel. Warum? Wir haben natürlich bei der Karosserie jetzt einige Neuteile. Da muss erstmal gecheckt werden, ob das auch wirklich passt. Von Berg aus waren es, was die Mustangs anbelangt, die Karosserien schon nicht gerade und die Spaltmaße nicht so toll. Insofern können wir mit der Technik, die wir heute haben, natürlich schon dafür sorgen, dass es dann besser ausschaut als damals vom Berg. Dazu wird gezinnt, also die unebenen Stellen oder die Stellen, die nicht passen, die werden wir auch nicht überspachtelt, sondern die werden gezinnt. Ist natürlich eine aufwendigere Arbeit und kostet auch mehr, aber dafür nachhaltiger und eine viel, viel bessere Arbeit, als wenn man einfach drüber spachtelt. Als nächstes wird der Wagen dann einmal gefüllert, polyestert, und der nächste Schritt ist dann, dass der Wagen nochmal komplett per Hand abgeschliffen wird. Wenn das geschehen ist, dann wird der Wagen versiegelt, das heißt, die ganzen Nähte, die offenen Nähte, die werden versiegelt rundum, damit der Wagen nicht rostet. Und erst dann geht es letzten Endes zum Lackieren. Das Lackieren selber geht eigentlich relativ schnell, wobei bei uns das ein bisschen aufwendiger ist, weil wir natürlich mehrere Farben jetzt haben. Das will ich euch kurz mal zeigen. Was man hier sehr, sehr schön sehen kann, ist natürlich, dass die Farbe richtig, richtig cool und schön wirkt. Wir kennen ja die meisten Mustangs nur mit älteren Lackierungen, aber wenn dann so ein Auto frisch lackiert ist, dann schaut das nochmal ganz anders aus. Die Farbe hier nennt sich Gulfstream Aqua, ist eine Originalfarbe von 1968 und schaut natürlich, ich hoffe, das kann man auf dem Video sehen, richtig, richtig toll aus. Auch hier sehen wir, dass wir den Wagen innen und außen lackiert haben und dass wir hier vorne im Motorraum jetzt eine andere Farbe
gewählt haben, weil das so gehört und original ist. Der Wagen ist schon teilweise komplettiert, wie ihr sehen könnt. Das Fahrwerk ist schon drin. Und wenn wir hier rumgehen, dann sieht man das nochmal sehr, sehr schön, dass eben hier vorne der Motorraum schwarz ist. Ne? Sieht man auch hier sehr schön. Und der Innenraum und außen die Karosserie in Blau. Der Unterboden hat auch nochmal eine andere Farbe, nämlich das originale Rotbraun. Das zeige ich euch auch mal kurz. So, das seht ihr jetzt hier. Sehr, sehr schön. Der Unterboden, wie gesagt, in dem originalen Rotbraun. Schaut natürlich auch richtig cool aus mit dem Kontrast zu der Originalfarbe. Das gehört so. Die Fahrzeuge, die kamen damals so vom Band und dienen natürlich auch als Korrosionsschutz und Steinschlagschutz. Wenn wir das nochmal von hier anschauen, dann ist das hier auch sehr, sehr schön. Und zwar ein bisschen gegen die Sonne, dann sieht man hier auch sehr, sehr schön, wie hier der Übergang lackiert wurde. Ist natürlich auch aufwendig, ne? Weil man nicht einfach eine Farbe lackiert, sondern zwischendrin abkleben muss, um eben den Unterboden rauszuarbeiten und auch den schwarzen Motorraum. Ihr seht also, wie aufwendig das tatsächlich ist, so ein Fahrzeug zu lackieren. Und wenn ihr so einen Weg wählt, dann müsst ihr euch immer überlegen, ob ihr nicht gleich euer Fahrzeug auch restaurieren lasst. Weil es macht eigentlich keinen Sinn, ein Auto komplett zu zerlegen, den Wagen neu zu lackieren und dann die ganzen alten Teile wieder zusammenzubauen. Außer die sind natürlich in einem sehr, sehr guten Zustand. Aber bei den meisten Fahrzeugen ist das eben nicht so. Insofern solltet ihr euch immer überlegen, wenn ihr so einen Weg geht, euer Auto dann auch gleich genauer anschauen zu lassen und Motor, Getriebe, Fahrwerk und so weiter vielleicht doch auch überholen zu lassen, um dann euch Arbeit zu sparen, weil ihr eben, um ein Fahrzeug so lackieren zu wollen, den Wagen komplett zerlegen müsst. Ja, was kostet sowas? Das ist jetzt die große Frage. Wir haben jetzt einiges euch erklärt und ich hoffe, dass ihr jetzt auch mal ein Gefühl dafür bekommen habt, wie aufwendig sowas ist. Insofern, wenn jemand zu euch kommt und sagt, er hat sein Auto für 3000 Euro lackieren lassen, dann war das bestimmt nicht in so einer Form, sondern der war irgendwie wahrscheinlich noch zusammengebaut und wurde ein bisschen abgeklebt und dann einmal mit der Sprühdose rüber, hoffentlich vielleicht noch vorher abgeschliffen, das war's dann. Aber wenn man es richtig machen möchte, dann wählt man so einen Weg. Und dann ist es natürlich auch entsprechend teurer. So eine Lackierung kostet zwischen 25 und 30 bis 40.000 Euro, je nachdem, wie teuer die Spanglerarbeiten sind. Das ist, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, natürlich eine Unbekannte, die man immer im Hinterkopf haben muss, dass, wenn man ein Fahrzeug lackiert, eben es nicht nur das Lackieren ist, sondern die Karosseriearbeiten, das Fahrzeug zerlegen, den Wagen wieder zusammenzubauen. Das sind etliche Stunden, die da anfallen. Insofern kommen eben diese Beträge zusammen. Und wenn dann zusammengebaut ist, der allerletzte Arbeitsschritt, bevor ihr dann euer Fahrzeug abholen könnt, ist, dass der Lackierer nochmal drüber geht, vielleicht einzelne kleine Stellen nochmal ausbessert, weil es durchaus sein kann, dass während das Fahrzeug zusammengebaut wird, ein, zwei kleine Kretzerchen oder kleine Macken entstehen können. Da wird nochmal nachgebessert, der Wagen wird nochmal komplett abgeschliffen und poliert und dann könnt ihr euer Wagen in einem wunderbaren und ganz tollen Zustand abholen. Ja, ich denke, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt gut erklären, wie so eine Lackierung sich aufbaut und was da für Arbeitsschritte und was für ein Aufwand vor allen Dingen dahinter steckt. Insofern freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, einen Daumen nach oben da lassen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und dann werden wir uns sehr, sehr bald zum nächsten Video sehen auf unserem Kanal. Bis dahin. Ciao und Servus.